Einen wunderschönen guten Abend, willkommen zurück. Kann sein, dass diese Folge nur eine kurze Folge wird. Ich möchte ein bisschen mit der Qualität spielen, gucken, ob ich es noch ein bisschen schöner für euch hinbekomme. Wir sind in Kapitel 6, ich lese mal kurz vor. Ashley erfährt, dass sie selbst von dem Parasiten namens Plaga infiziert ist, aber Louis macht den beiden Hoffnung auf Heilung und so tröstet Leon Ashley, während sie ihren Weg fortsetzen. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das nächstes Mal kaufst du aber was. So, wo mussten wir hin? Vor den Dorfbewohnern fliehen. Das haben wir bereits gemacht, zumindest auf dem Weg schon. Schauen wir mal, wo unser weiterer Weg uns hinführt. In ein Schlachthaus. Da ist eine Kiste, aber kommen wir nur mit der Leiter gleich dran. Ich erinnere mich gerade an den Kampf, damals zum GameCube. Ich habe zwar L1 gedrückt, aber nicht schnell genug gleichzeitig den Gegenstand aufgesammelt. So, dann schauen wir mal, was wir an Munition haben. Shotgun. Ungefähr 13 Schuss. Ziemlich überladenes Inventar. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen Flintenmunition herstellen. Perfekt. Ich würde auch einmal Gewehrmunition herstellen. Macht auf jeden Fall gut Schaden, das Ding. Sehen auf dem Rücken. Unser Messer gibt den Geist auf. Kann man nicht zu oft machen. Granaten. Ah, toll. Auch so in die Heilung benutzt, so eine Scheiße. Autsch. Wir müssten den mal kurz zum Stoppen bekommen. Schnell genug sind, können wir ein bisschen das Messer sparen. Ich weiß schon, ob wir noch einen zweiten Treffer einstecken können jetzt. Kann ich schnell genug aufs
Auge zielen. Ja, so könnte es klappen. Okay, wenn er auflädt, müssen wir auf jeden Fall runterspringen und dann direkt wieder hoch, würde ich sagen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen raus. Verstehe. Kann sein, dass wir vielleicht noch einen zweiten Anlauf brauchen. Springt auch direkt in die Firmen hier unten. Flinker Bastard! Andere Leiter kommen auf jeden Fall nicht mehr hoch. Natürlich nicht, so eine Scheiße. Glaub, mein Controller macht langsam ein bisschen Probleme. Stick Drift. Nichts mehr in der Hand, was? Tja, das passiert halt, wenn man Auge auf uns macht. Bestell deinem Gott schöne Grüße. Hey, kommst du? Nö, ich bleib hier und fackel ab. Beeil dich! Gern geschehen. Bis jetzt klappt die Aufnahme ganz gut. Das Feuer sicher bald bemerken. Lass uns weiter. GPU nur bei 73% Auslastung des Encoders. Nein, dafür sorge ich. Vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen besser bei der nächsten Folge aufnehmen. Für die Insider
Ich nehme gerade mit OBS auf. Profil niedrig und CQ-Level 20. Vorher waren es 22. Ich hatte letztes Mal immer Probleme, dass der Encoder sozusagen komplett ausgelastet war. Verstehe ich selber nicht so richtig, warum. Ich dachte eigentlich, mit einer 3070er sollte das problemlos möglich sein, ein bisschen aufzunehmen, wenn man nicht gleichzeitig zockt. Aber irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Vielleicht hat auch irgendjemand einen Tipp für mich, der das gleiche Setup hat, also die gleiche Grafikkarte. Was soll das? Was ich da besser machen kann. Auf jeden Fall echt hilfreich. Tja. Wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Zum Thema Aufnahme im Netz habe ich auch nur eigentlich immer den gleichen Tipp gefunden. Und der lautet, ja, Profil runterstellen auf niedrig oder sehr niedrig. Ich hatte es vorher auf normal, wie gesagt, da immer Probleme. Irgendwann fing es an zu stottern und die Aufnahme war eigentlich hin. Hat sich auch nicht wieder erholt. Nicht zu verstehen, tue ich es nicht. Vitores Mendes. 7 Tode, ich glaube, 6 davon oder so waren bei den Kettensägenschwestern, einer auf der Flucht. An jedem Kapitel scheint es auch so eine Figur zu geben, sehe ich gerade. Oben rechts in dem Kapitel ist die Figur abgebildet. Okay, ja, Kapitel 4, der See war ziemlich groß. So, Genauigkeit, da müssen wir auch noch wieder dran arbeiten. Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Komm zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Okay, Ashley. Luis sagt, dass wir... Schon klar. Wir sollten wohl besser los. Okay, da ist der Händler drin. Ich habe aber eben noch eine Tür gesehen, oder? Oh ne, es war die Händlertür. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Was hast du denn Feines? Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Oh, sehr schön, die Broken Butterfly. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Das Scharfschützengewehr kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das kann man alles verkaufen. Ein hervorragender Deal. Wetter werden wir auch niemals brauchen. Besten Dank. Auge will ich auch nicht im Inventar. Oh ja, damit kann ich definitiv was anfangen. Was? Naja, komm, es warten. Ich liebe solche Revolver. Ich sehe, du hast ein Auge für sowas. Bei Waffen geht es nicht nur ums Schießen. Es geht auch ums Nachladen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Warte, nimm das noch. Kriegst du umsonst. Wissen ist Macht. Merk dir das, Partner. Na, habe ich mir schon fast gedacht, dass es teuer ist, hier den Schaden hoch zu pushen. Eine eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Hier den Schaden werden wir auf jeden Fall noch auf Maximum machen. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Okay. Jede Waffe scheint ein
Spezial-Upgrade zu haben. Die Schatzkarte ist auf jeden Fall ziemlich nützlich. All der Tinnef in dem Laden. Tut der Pappnase von Burgherr auch keinen besseren Gefallen, stimmt's? Wir können auf jeden Fall deutlich mehr Material kaufen, um selber Munition zu machen. Neue Waren, die dich interessieren, komm jederzeit. Mal kurz aufräumen. Wir müssen auf jeden Fall mehr mit der Pistole schießen. Die Muni für die anderen Waffen zu sparen. So, sieht was ordentlicher aus. Okay, einmal kurz speichern. Händlertipp, die Pistole für dich. Pistolen gibt's wie Sand am Meer. Da kann man einem die Wahl der richtigen Pistole schon mal schwerfallen. Aber du hast Glück, denn wir haben für dich eine Liste mit den individuellen Eigenschaften vierer besonders empfehlenswerter Exemplare zusammengestellt. Punisher. Hervorragende Stabilität und Durchschlagskraft. Dank nachrüstbarem Laservisier äußerst vielseitig. Red 9. Diese Waffe hat massig Feuerkraft, tritt aber zurück wie ein Pferd. Behalte die Zügel in der Hand, indem du dir eine Schulterstütze anbringst. Blacktail. Eine großartige Waffe mit exzellenter Feuerrate. Nimmt dank ihrer kompakten Größe nicht viel Platz im Koffer weg. Matilda, derzeit ausverkauft, ist für sich vielleicht eher unscheinbar, aber wenn du die zugehörige Schulterstütze montierst, kannst du damit 3 Schüsse in kurzer Abfolge abfeuern und so deinen Gegner mühelos in Schach halten. Na, die Punisher, die wir haben, Stabilität und Durchschlagskraft, ist ein guter Allrounder. So, geht's hier lang? Gibt's hier auch schon einen Schatz, den wir jetzt haben? Den wir jetzt sehen können wir in der Karte? Nein. Ein Stück weiter hier. Auf jeden Fall ein recht großes Gebiet. Bin gespannt. Ich denke, wir werden auch schon von 1-2 Personen erwartet. Zum Hof kommen wir nur durchs Tor. Den roten Teppich werden die nicht für uns ausrollen. Eine Armbrust, hä? Glaube eher nicht, dass wir Freunde werden. Was ist denn das? Sieht jedenfalls nicht nach Deko aus. Ist auch keine Deko. Ich kenne die Dinger noch. Das war's erstmal. Vom Regen in die Traufe. So sieht's aus. Was haben die? Nicht so laut. Explodieren die auch direkt mit der Blendgranate? Ja, tun sie. War schon ziemlich nah. Ich wollte jetzt nicht unbedingt ein Risiko eingehen.
irgendwas vergessen? Oh, sieht gut aus. Komm, Ashley. Ich brauche Platz. Ja. Geht doch. Schlecht. Das war's erstmal mit Muerte. Los, komm. Gut. Also, sie wissen auf jeden Fall, dass wir hier hinkommen. Gerade ein bisschen erschreckt. Versuchen's. Hier kommen wir wahrscheinlich gleich nur mit der Leiter lang, oder? Na, irgendwo auf jeden Fall hinten rum. Warte noch den Katapultschuss ab. Geht erstmal komplett daneben. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Aber war mal Empfang, das stimmt. Denn her? Verletzt? Nein, danke. Mist! Ist verschlossen. Wir müssen uns was anderes überlegen. Erstmal hier, wenn möglich. Geh etwas zurück. Okay. Ashley! Wir machen auf jeden Fall enormen Schaden. Sieht nicht gut aus. Wo ist Ashley? Wo ist sie?
Nur ein Schuss noch, dann sind wir tot. Wo ist denn das rote Fass, was eben im Katapult zu sehen war? Ich sehe es gerade nicht. Da oben ist es. Wir haben nichts mehr zu heilen, oder? Kann man uns was herstellen? Hm, nein, auch nicht. Ein neues. Nee, oder? Die haben Katapulte? Ja. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. So, wo kam der andere eben her? Der auf einmal Ashley gefangen hat. Da. Hier rein. Machen einen auf Risiko. Bist du okay? Ja. Auch ein rotes Fass neben stehen, aber nicht übel. Gerade nicht treffbar. Hier hängt auch noch so ein blaues Ding. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Ruhe vor den anderen Katapulten, was schon mal sehr wichtig ist. Was erwischt? Noch einmal! Coole Trophäe auf jeden Fall. Legen wir so auch die Tür darin auf. Sehr schön. Einmal Muni holen. Dann hier war noch so ein. Ist noch ein Geschütz? Haben wir gerade noch einen Feuerball? Da oben.
jetzt aber Ruhe hier. Hier habe ich nämlich eben noch den blauen Anhänger gesehen. Ja, gerade noch ein Gegner, ich denke ihr auch. Da oben. Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben jetzt, aber Spaß muss sein. Schon genug Munition und Gesundheit verbraucht. Da kommt es auf die zwei Schüsse auch nicht an. Aber da bin ich wieder knauserig. Okay, noch ein blaues Emblem. Wird's angezeigt? Nee. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich leider noch nicht. Vielleicht kommt es auch erst noch. Ach, ich verstehe jetzt auch, wie man das Tor aufbekommt. Gut, das hätten wir. Warn mich doch wenigstens. Ich habe gerade da hinten den Auftrag vermutlich zu den Emblemen gesehen am Tor. Kann auch sein, dass wir dann das letzte Emblem angezeigt bekommen. Würde ich ja schon gerne so finden. Aber euch gleichzeitig auch nicht so sehr langweilen. Diese Pappnasen haben die ganze Burg mit blauen Medaillons behangen. Ein verdammt unschöner Anblick. Macht bitte jemand, dass diese Dinger verschwinden. Ja, da wird's auch schon angezeigt. Irgendwo bei der Kanone müsste es sein. Aufnahme bis jetzt immer noch stabil. Null verworfene Frames. Durch Codierungsverzögerung. Da unten ist es. Guter Schuss. Wie viele Minuten haben wir? 34? Herzlich willkommen, würde ich sagen. Wow. Sieh dir das an. Ich meine, es ist alt, aber... Schlecht aussehen tut es auf jeden Fall nicht. Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Kann ich dir... Einsame Spitze, Fremder. Ich hab was Neues für dich, Partner.
Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Ich kaufe, danke. Den Armreif bekommen wir zumindest voll. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Besten Dank. Deine Kohle oder dreifache Angriffskraft gegen Schwachpunkte. Verschiedene Zielfernrohre. Wisst ihr was? Ich will es auf jeden Fall ausprobieren. Das normale Gewehr erstmal weg. Sah gerade auf den ersten Blick so aus, als wäre das andere Gewehr größer. Sollte aber so auf jeden Fall passen. Willkommen. Ich kauf's einfach mal. Diese Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Ja, sehe ich auch so. Komm, wie sieht's denn ohne Visier aus? Machen wir das so. Rohstoffe gleich mal verwenden. Willkommen. Die Pfeile brauchen wir eigentlich nicht. Die brauchen nur Platz, die Bolzen. Im Grab bringt, oh ja. Damit kann ich definitiv was anfangen. Tunen wir noch was? Na komm, den Rest sparen wir. Apropos sparen, ich speichere jetzt auch mal und beende die Folge für heute. Spiel noch ein bisschen an Einstellungen rum. Vielleicht kriegen wir die Qualität noch ein bisschen besser für euch hin. Dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr mögt, bis morgen. Ciao, ciao.